Eine Seefahrt, die ist lustig und dieses Mal bestimmt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, ein normales Check-in, so wie es tausendfach jede Woche passiert in den Kreuzfahrtterminals. Nur wenn man etwas länger zuschaut, merkt man, dass es doch anders ist. Männer jeden Alters dominieren die Gästeschar. Auch beim fröhlichen Ankunftsknipsen sind klassische Kreuzfahrtgäste fast nicht zu sehen. Und selbst die sprichwörtliche Wohlfühlkultur der Mein-Schiff-Flotte wird zum Start der Cruise ein wenig flamboyanter praktiziert. Messerscharf kombiniert, ich melde mich wieder mal von Bord von einem meiner Schiffe. Dieses Mal ist es die Mein Schiff 2. Es werden sich vielleicht fragen, warum ausgerechnet jetzt Mein Schiff 2, wo es doch schon die Mein Schiff 6 gibt? Naja, diese Woche, Sie ahnen es schon an meinem Outfit, gibt es ganz besondere Gastgeber hier an Bord. Denn TUI kreuzt für eine Woche auf den Wellen des Regenbogens. Und wie sich das so anfühlt, das schauen wir uns jetzt mal an. Hinter den Kulissen im Theater durfte ich für diesen Film den vielleicht intimsten Moment begleiten, wenn ein Mann sich zuerst wegschminkt, um dann als Frau neu zu erblühen. 2 Stunden dauert der Prozess und unzählige Tiegel mit Schminke. Für Michel ist es mittlerweile Routine. Der 51-jährige Berliner ist an Bord als Schirmherr engagiert, als ganz besonderer Gastgeber. Allerdings in der Rolle seines alter Egos. Wenn Michel den Raum verlässt, ist er mutiert zu Gloria Viagra, eine der bekanntesten deutschen Drag Queens. Fast zeitgleich mit Conchita Wurst machte er den Damenbart wieder salonfähig im Gewerbe. Und wenn die Monsterperücke auf dem Kopf festgezurrt ist, die High Heels sitzen, dann kann man Gloria Viagra sowieso nicht mehr übersehen. Auf hohen Absätzen mutiert sie zum Empire State Building der Drag Queens. In den nächsten Tagen ist sie hier Master of Ceremonies. Während Gloria auf die Brücke eilt zur täglichen Ansprache an ihr Partyvolk, schaue ich mich noch einmal um auf der TUI Mein Schiff 2. Gemeinsam mit der 1 war sie die Keimzelle des neben AIDA erfolgreichsten Kreuzfahrtprodukts. Ein aufgehübschtes Schiff von Royal Caribbean, das übernächstes Jahr ersetzt wird. Bis dahin darf hier in Sonderwochen gefeiert werden, ob Heavy Metal, Schlager, Club oder eben auch schwul-lesbisch. Gloria, so was die Schrillheit angeht, da bist du natürlich absolut Queen of Kotlet hier an Bord. Wie viel Kreisfaktor wünschst du dir denn für diese Regenbogenkreuzfahrt, damit es eben keine ganz normale Cruise wird? Naja, ich will natürlich so viel Kreischfaktor wie möglich, aber ich will natürlich auch weg von den Klischees. Also ich hoffe, dass wir nicht ganz so kitschig klischeehaft werden. Wir? Naja, ich habe ja noch Kollegen, bezaubernde Kollegen, Melli und Matheina an Bord, die Sally, meine Begleitung, die sind ja einige und unsere Gastkünstler im Theater und so. Und natürlich soll es schrill werden, es soll eine ganz besondere Reise werden. Es ist eine schwul-lesbische LGBTQIQ-Reise. Und das finde ich, können wir auch dann immer noch mal. Klar wollen wir Normalität auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich auch einfach, wir können auch zeigen, dass wir auch eine andere Lebensqualität uns auch wünschen oder haben. Nun bist du ja mit gefühlt 2,50 Meter eine absolute Respektsperson, allein schon von der Größe. Wirst du eigentlich als Schirmherrin jetzt nicht nur Herbergsmutter sein, sondern aufpassen, dass es nicht zu schlimm wird? Nö, fürs nicht zu schlimm bin ich nicht zuständig. Ich denke, die Leute sind hier mit Erwartungen aufs Schiff gekommen und dementsprechend sollen diese ihren Urlaub gestalten. Die haben dafür bezahlt. Was hier dann geht und nicht geht oder was wir daraus machen, denke ich, muss man dann sehen. Also das muss man in einer Woche sagen. Ja, das würde ich jedem jetzt selber überlassen, weil das fände ich, also jetzt hier Regeln aufzustellen, finde ich absurd. Dicke Eier auch am nächsten Morgen, in Bronze gegossen und Startpunkt für eine Barcelona-Tour der besonderen Art. Es geht um das Queer Life in der Trendmetropole, aber abseits des schwulen Mainstreams mit seinen Bars sind wir in der verruchten Keimzelle der Hafenstadt unterwegs, im heruntergekommenen Viertel El Raval, das bis vor kurzem nur noch von der schillernden Erinnerung an wilde Nächte zelebrierte.
Hier atmet jede Bar Geschichte und nicht Kommerz. Im Marcella fließt der Absinth, auch heute noch Nächte mit Blackout. Alle sollen hier gewesen sein, von Picasso bis Hemingway, Woody Allen, Grete, Vicky Cristina Barcelona, Gays Love It. Beliebter Fotostopp nicht nur für heterosexuelle Ehepaare, die Plaza de Catalunya mit den symbolträchtigen Tauben, Zeichen für Liebe, Treue und Fruchtbarkeit oder so. Niemand kommt an der Rambla vorbei, aber auch hier entdeckt der scharfe Blick Schlüpfriges neben dem baulich Schönen. Und selbst auf dem königlichen Platz werden wir schwul fündig. In den Arkaden ein kleiner Hinweis, hier befand sich am gleichen Ort wie heute Orcanas Reich, eine berühmte hochpolitische Drag-Künstlerin der Nach-Franco-Zeit. Ich vermute mal, auch ihr hätte aber der Körperkult von heute ein bisschen gefallen. Die zuschauenden Touristenmassen wahrscheinlich weniger. Das künstlerische Highlight der Cruise vor übervollem Haus. Das ist übrigens meine erste Gay Cruise, also die erste auf einem Schiff. das ist spannend, ganz anders. An all diejenigen, denen ich auf Grindr nicht mehr zurückgeschrieben habe, ich hatte einen Soundcheck. So. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt hier. Der ESC-Siegersong darf natürlich nicht fehlen bei diesem intensiven, mitreißenden Konzert für die Familie. 12 Points für die TUI als Veranstalter. In diesem bewegenden Moment zeigt sich für mich auch der spürbare Unterschied der Mein Schiff Rainbow Tour zu vielen Wettbewerbern, bei denen der Spaß dominiert. Gay Cruise muss ja nicht heißen Party und Poppers nonstop. Conchita Wurst auf einer Rainbow Cruise, das ist ja ein maritimer Selbstläufer, also hier zumindest im Theater, die Wogen der Begeisterung. Wie ist es eigentlich, könntest du dir vorstellen, nicht als Conchita, sondern als Oberösterreicher Tom auch eine Kreuzfahrt zu machen? Oh, das war jetzt aber schon sehr genau recherchiert, weil die meisten würden mich ja als Steirer bezeichnen. Ja. Aber tatsächlich, ich bin in Oberösterreich geboren. Ja, definitiv. Ich kann mir das schon vorstellen, das privat mal zu erleben. Ich denke, dass ich das nächste Mal auch privat machen werde. Mhm. Denn ich halte mich ja sehr zurück, wenn es darum geht, mein Gesicht in die Öffentlichkeit zu halten, wenn ich nicht geschminkt bin. Und das würde ich auch gerne noch, solange es geht, irgendwie zurückhalten. Und wenn ich aber auf einem Schiff erwartet werde, dann kann ich auch davon ausgehen, dass ich ungeschminkt erkannt werde. Und das Letzte, was ich möchte, wäre, wenn dann Fotos entstehen. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, in meiner wahnsinnig tollen Suite eingesperrt. Aber mir geht es sehr, sehr gut. Und ich bekomme immer Besuch und zu essen. Und ich laufe hier auch rum. Aber wenn alle anderen an Land sind, dann... Die Affinität zu mir ist bei den Österreichern ja auch gegeben als Seefahrernation. Nein, das ist purer Neid. Purer Neid, weil es nichts gibt rundherum bei uns und deswegen lieben wir es wahrscheinlich umso mehr am Wasser zu sein. Das Pooldeck der Mein Schiff 2. In diesen Tagen ist es ein bisschen der Catwalk der Eitelkeiten. Nun muss man aber auch zugeben, ganz unabhängig von der sexuellen Orientierung, vergleichen mit einer normalen Kreuzfahrt macht es einfach auch mehr Spaß, die sonnenhungrigen Körper anzuschauen, mal ganz diplomatisch formuliert. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, bin nie durch... Unterm Deck Amüsement mit einem Augenzwinkern. Diese Karaoke ist Travestie-Karaoke. Wenn man schlecht singt, muss man sich ausziehen. Komm mal ran hier, mein Engelchen. Holla, die war... Oder ich hab dir nicht gesagt, meine Brust... Also wenn du an meine Brust gehst, dann muss ich auch mal ganz kurz gucken, was da unten los ist. Holla, die war... Michael, woher kommst du? Schlüpfrigkeit mit Grenzen. Ein wenig wurden die Drag Queens schon an die Leine genommen, dem Affen nicht zu viel Zucker zu geben. Alles bleibt ja doch familientauglich, Fluch und Segen zugleich, geschuldet dem gemischten Publikum.
Ob nun Tim Fischer, Conchita Wurst oder Elke Winter vom Schmidt-Tivoli, Sven Ratzke, Westbam oder Kay Ray, so ein Schaulaufen mit Stars zum Anfassen kann eben nur ein Konzern wie die TUI auf die Schiffsplanken holen. Immer nach der Devise, das Programm muss elternkompatibel sein. Aber auch die Rainbow Cruise ist natürlich ein normaler Trip mit Landausflügen. Wir haben den Ausflug nach Pompeji begleitet, einen der faszinierendsten Ausgrabungsorte am Mittelmeer. Erst im Zeitraffer auf meinem iPad erfüllt man die Tragödie, die nach dem Ausbruch des Vesuvs über diese Stadt hereinbrach. Innerhalb von Stunden alles ausgelöscht, begraben und konserviert unter Asche. Das lässt schon ein wenig frösteln, wenn man danach durch die so gut erhaltenen Ruinen schlendert. Aber Pompeji hat ja auch noch eine andere Komponente. Manche Bereiche waren lange Zeit off-limits für Jugendliche und Frauen, die, in denen es wirklich um nackte Tatsachen ging. 2000 Jahre alte Erotik, aber holla. Unser Reiseführer jedenfalls schämte sich wohl ein wenig und wollte lieber nicht mit der schwulen Gruppe ins antike Bordell. Zu groß seine Sorge, dass es vielleicht angesichts dieser Gebrauchsanleitungen zu burlesken Kommentaren oder Gehandlungen hätte kommen können. Dabei waren wir doch alle total brav. Sehnsuchtsort Amalfiküste. Egal, ob Männer nun Männer oder Frauen nur Frauen lieben, das hier kann man einfach nur genießen. Auf einer dieser Terrassen zu sitzen mit einem eisgekühlten Aperol-Spritz, es dürfte nur wenige Punkte rund ums Mittelmeer geben für vergleichbare Urlaubsträume. Die kleine Kameradrohne lässt die angenehmen Gedanken des Dolce Far Niente schweben. Kein Wunder, dass dieser italienische Küstenabschnitt auch für die Filmindustrie seit jeher ein Lieblingsdrehort für große Sommergefühle auf der Leinwand ist. Hollywood-Erlebnisse sind heute zwar Mangelware, dafür ist es einfach zu touristenbeliebt in den Gassen, aber nach wie vor kann man sehr leicht stille Ecken und Winkel entdecken, wenn man sich etwas entfernt von den Ameisenpfaden. Es ist halt das Capri-Syndrom. Zu viele Menschen suchen die Erinnerung und landen in der Realität. Rückzug in die St. Andreas-Kathedrale. Zeit für gedankliche Vorbereitungen auf ein Ereignis morgen an Bord, das viele Menschen hier wahrscheinlich nicht gutheißen würden. Es wird geheiratet. Neben Moni und Tanja wollen auch Peter und Ken sich das Ja-Wort geben. Sie darf ich filmisch begleiten, wenn Kapitän Omar Caruana Kraft seiner Autorität ihnen das Ehegelübde abnimmt. Ich will dich lieben und ehren an jedem Tag meines Lebens. An jedem Tag meines Lebens. Es ist sicher der ergreifendste Moment dieser Kreuzfahrt und für ein schwules Paar vielleicht auch der schönste Ort, inmitten so vieler Menschen, die ihnen dafür Liebe und Respekt zollen, diesen Schritt zu zelebrieren. Standing Ovations auf dem Pooldeck. Jetzt wird eben deutlich, dass es sich nicht nur um eine Fun-Cruise handelt, ein Partyschiff. Wenn Weltkonzerne wie die TUI so eine Plattform bieten, unter ihrem guten Namen, dann adelt das auch wieder ein Stück gesellschaftliche Normalität. Ein Kuss für die Freude, weit entfernt von der Provokation. Und natürlich wurde gefeiert. Wie das ebenso ist, wenn 1500 Schwule und Lesben sich amüsieren wollen und egal, ob nun Westbam auflegte, Revolver oder Sexy Party gefeiert wurde, wer diese Momente mit Bildern im Kopf vergleicht von üblichen Pooldeck-Partys, der ahnt, welches Potenzial in dieser Zielgruppe steckt. Der Champagner floss jedenfalls in Strömen und trotzdem blieb alles brav. Die Mein Schiff 2 unter dem Zeichen des Regenbogens war weit entfernt von Sodom und Gonorrhoe. Selbst im Dampfbad griff nach mir kein Engel. Die meisten wollten doch einfach nur spielen. Okay, Glitter und Glamour ist weggeschminkt, die Augenringe sind noch da. Was ist meine Bilanz nach einer Woche Regenbogenkreuzfahrt?
Tja, es war eine der lustigsten Kreuzfahrten, die ich jemals erlebt habe auf einem Schiff. Nicht nur der TUI, mein Schiffflotte. Es gab ein tolles Showprogramm und auch rund um den Pool war das Welkefleisch dieses Mal seltener zu sehen als bei einer normalen Kreuzfahrt. Der Flirtfaktor war trotzdem nicht ganz so hoch. Das lag einerseits daran, es gab wahnsinnig viele Paare hier an Bord und das Wetter in den ersten Tagen war zumindest im Frühjahr relativ frisch am Abend, sodass die großen Partys am Pool dann doch ein bisschen unterkühlt blieben. Aber es war eine schöne Kreuzfahrt und die wenigen Heten an Bord, die spürten auf einmal sehr, sehr deutlich, was es bedeutet, wenn man nicht mehr die Mehrheit ist, sondern von der Mehrheit an Bord allenfalls als exotisch angesehen wird.